Du hast zu Hause ein laminiertes Möbelstück, das du einfach nicht mehr sehen kannst, aber neu kaufen ist auch irgendwie blöd? Dann bleib dran, denn ich zeige dir jetzt, wie ich dieser laminierten Kommode einen ganz neuen Anstrich gebe und außerdem zeige ich dir auch noch andere Umgestaltungsmöglichkeiten, die du eventuell als Inspiration nutzen kannst. Das Streichen einer laminierten Kommode ist nämlich gar nicht so schwer, wie alle immer denken. Das Geheimnis liegt eigentlich nur in der Vorbereitung. Als allererstes kontrolliere ich erstmal, ob es irgendwelche Macken an der Kommode gibt. Vorhin hast du vielleicht schon gesehen, dass die Oberfläche relativ stark beschädigt ist. Da kümmere ich mich dann gleich drum. Und dann geht es weiter mit dem Demontieren aller Beschläge und außerdem werde ich auch alle Schubladen rausnehmen, da es sehr viel einfacher ist, die so zu bearbeiten. Nächster Schritt ist dann, die Kommode richtig ordentlich sauber zu machen. Ich fange damit an, die erstmal auszusaugen und danach werde ich mit einem fettlösenden Reinigungsmittel, Spüli zum Beispiel, die komplette Kommode einmal richtig ordentlich abwaschen, damit da keine Fettrückstände sind, denn das kann dazu führen, dass der Lack später nicht richtig halten wird. Es gab einen kurzen Moment, wo ich tatsächlich überlegt habe, für die Kommode neue Füße zu bauen, aber ich musste dann doch nochmal feststellen, dass dieses kleine Mäuschen ein echter Kavenzmann ist und richtig ordentlich Kilos drauf hat. Deswegen habe ich das lieber gelassen, da ich bezweifelt habe, dass neue Füße die Kommode wirklich stabil tragen können. Bevor ich jetzt richtig loslegen kann, muss ich erstmal die defekten Stellen wieder zuspachteln. Da unter dieser laminierten Folie ist nämlich Spanholz und das kann durch Feuchtigkeit ganz schnell anschwellen. Deswegen will ich dafür sorgen, dass durch die Spachtelmasse einfach keine Flüssigkeiten mehr in das Spanholz eintreten können. Damit der Lack später wirklich hält auf der Kommode, ist es ganz wichtig, diese Oberflächen erstmal ordentlich anzuschleifen. Und zwar ist es so ein bisschen zwischen komplett abschleifen und anschleifen. Nicht komplett runter, sodass die Spanholzplatte frei liegt, aber so kurz davor. Das ist ein guter Moment aufzuhören mit dem Schleifen. Ich möchte später die Griffe auswechseln, deswegen habe ich auch hier die Löcher zugespachtelt. Das ist natürlich eine Option, die du dir überlegen kannst, ob du deine alten Griffe wieder anbringst oder ob du neue gebrauchst. Bevor es jetzt weitergeht, werde ich die Kommode nochmal ordentlich abwischen, weil auch der Schleifstaub dazu führen kann, dass der neue Anstrich später nicht hält. Dieser Universalgrund dient als Haftvermittler zwischen dem Kunststoffbelag der Kommode und dem zukünftigen Lackanstrich. Hiermit gehe ich sozusagen auf Nummer sicher, dass meine neue Farbe nicht später direkt bei den kleinsten Berührungen schon wieder abblättert. Außerdem verwende ich eine Lackierrolle, denn die sorgt dafür, dass ich einen möglichst glatten Voranstrich bekomme. Wie immer achte ich darauf, dass ich möglichst dünne Schichten auftrage. Diese trocknen aber in 0,0 und das bedeutet, dass ich schon relativ schnell weitermachen kann, indem ich nämlich mit einem 240er Schleifpapier ganz vorsichtig die Oberfläche nochmal etwas glatter schleife. Und dann kann es auch schon weitergehen mit dem zweiten Voranstrich. Genau wie der erste, richtig schön dünn und sorgfältig. Und wenn ich damit fertig bin, dann schleife ich das auch nochmal mit der Hand ein bisschen ab und danach wird das nochmal gereinigt. Auf den Schubladen habe ich keinen Universalgrund aufgebracht, weil die möchte ich nämlich gerne noch optisch etwas verändern. Dafür habe ich hier eine alte Holzjalousie bekommen, die gab es bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken. Und diese werde ich einmal auf der Rückseite, die ich später verkleben möchte, schon mal abschleifen, weil die mit einem Wachs versehen ist und dieser arbeitet einfach nicht gut mit dem Holzleim zusammen. Die Holzleisten werden dann mit meiner Kappsäge in gleich große Teile gesägt. Dafür brauchst du jetzt aber nicht unbedingt so eine tolle Kappsäge, das kannst du natürlich auch mit einer Stichsäge oder auch sogar mit einer Handsäge machen. Ich war mir natürlich etwas unsicher, ob dieser Holzleim auch auf den Kunststoffbelag der Kommode halten wird. Ich habe mir dann einfach mal die Verpackung geschnappt und geschaut. Bei diesem Ponal Express Leim steht tatsächlich drauf, dass der Anwendungsbereich auch für Kunststoffkantenleimung ist. Deswegen bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, dass das schon halten wird. Ganz nach dem Motto, ja, passt schon. Ich habe mich hier mal an eine neue Farbe gewagt. Ich habe nämlich tatsächlich irgendwo letztes Jahr gelesen, dass 2023 die Trendfarbe lila sein soll. Und ich muss zugeben, ich war erst so, lila, nee. Aber man lässt sich ja dann doch irgendwie beeinflussen. Und jetzt im Endeffekt habe ich tatsächlich einmal lila gekauft. Wie ich da jetzt drüber denke, dazu werde ich dir nachher noch was erzählen.
Lass dich nicht erschrecken. Die erste Schicht, die sieht immer etwas dünn und wässrig aus. Das wird aber im Laufe der nächsten Schichten sehr viel besser werden. Ich habe insgesamt 3 Schichten Farbe aufgetragen, bevor ich ein komplett homogenes Ergebnis bekommen habe. Wie ich ja auch schon in einem meiner anderen Videos erzählt habe, immer wenn ich mit einem Pinsel etwas streiche, gehe ich sofort nochmal mit der Rolle drüber. Das tue ich, um zu vermeiden, dass da sichtbare Pinselstriche hinterlassen werden. Und wenn ich was nicht leiden kann, dann sind das Pinselstriche und deswegen arbeite ich immer nochmal drüber. Am nächsten Morgen habe ich, nachdem die Farbe getrocknet war, mal einen Kratztest mit meinen Fingernägeln gemacht und grundsätzlich hält die Farbe überall ganz wunderbar, nur leider an den Kanten habe ich scheinbar nicht gut vorgearbeitet. Das bedeutet jetzt für mich, dass ich das alles nochmal abschleife, nochmal 2-mal grundiere und nochmal 3-mal mit Farbe bestreichen werde. Meine Begeisterung hielt sich natürlich in Grenzen, aber das zeigt dann nur nochmal, wie wichtig es ist, dass man, wenn man laminierte Möbel streichen möchte, dass A und O wirklich die Vorbereitung ist, denn das Streichen an sich ist ein einfaches Kinderspiel. Da ich ja nun doch keine neuen Füße bauen werde für diese Kommode, musste ich mich natürlich irgendwie mit diesen alten Füßen arrangieren. Weiß fand ich jetzt eher unpassend, deswegen habe ich die kurzerhand Gold umlackiert, denn auch das wird später die Farbe von den neuen Möbelgriffen werden. Zurück zu den Schubladen, hier habe ich ja vorhin schon die Fugen zwischen den Holzleisten lila gestrichen und jetzt sorge ich dafür, dass die Holzmaserung wieder richtig rauskommt, denn die möchte ich gerne mit einem dunklen Braun beizen. Bei der ersten Runde Holzbeizer habe ich eine Mischung aus Nussbaum und Golden Teak verwendet. Das hatte aber einen sehr starken Rotstich, welches sich mit dem Lila von der Kommode gebissen hat. Deswegen habe ich da später nochmal eine sehr viel dunklere Beizmischung drauf gemacht. Bei dem Design dieser Kommode habe ich mich so oft umentschieden wie schon lange nicht mehr. Deswegen habe ich hier kurzerhand entschlossen, dass nur die oberen Schubladen in der Holzoptik bleiben und die unteren Schubladen die gleiche Farbe bekommen wie die Kommode. Jetzt ist es auch schon Zeit, mal die Füße wieder dran zu schrauben, um einen Gesamteindruck zu bekommen. Dann kann ich nämlich checken, ob mir der jetzige Zustand so gefällt, wie er ist, oder ob ich noch etwas ändern möchte. Weil, mal ganz ehrlich, nur weil das in meiner Vorstellung gut aussah, heißt das noch lange nicht, dass es tatsächlich auch in echt dann gut aussieht. Und was kann ich dir sagen? Kann es so gar nicht leiden. Ich mag zwar das Lila und ich mag den Holzton, aber die Kombination gefällt mir leider überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mich nach langen Hin- und Her-Überlegen einfach dazu entschieden, die Farbe Lila mit etwas Schwarz zu verdunkeln. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, ich muss die ganze Kommode noch einmal streichen. Und ich glaube, wir sind jetzt bei Farbanstrich Nummer 5 und 6. Oder 7 und 8, ich weiß es nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber diese Farbkombination gefällt mir einfach so viel besser. Du darfst mir da gerne mal deinen Senf dazugeben. Um die Holzleisten zu versiegeln und, ich sag mal, sie ein bisschen saftiger aussehen zu lassen, habe ich mich für einen seidenmatten Klarlack entschieden. Den trage ich diesmal mit dem Pinsel auf, ohne dass ich nochmal mit der Rolle drüber gehe, da in diesem Fall die Pinselstriche auf der Holzmaserung gar nicht so sehr auffallen. Diese Griffe habe ich noch von einer alten, ausrangierten Kommode übrig. Die werde ich nochmal passend zu den Füßen in den gleichen Goldspray sprühen. Und dann kann ich auch schon die Bohrlöcher für diese Griffe eben vorbereiten. Zum Anzeichnen meiner Bohrlöcher benutze ich hier einen Kreidestift. Den kann man nämlich ganz einfach mit einem feuchten Lappen wieder abwischen. Falls dir diese Art von Videos gefallen, dann warte doch bis zum Schluss des Videos, denn da werde ich dir nicht nur sagen, was mich der ganze Spaß hier gekostet hat, sondern werde dir auch noch weitere Videos von meinem Kanal verlinken. Ein kleiner Rückblick als Erinnerung, wie die Kommode ausgesehen hat, bevor ich sie mit gefühlten 20.000 Lackschichten übersehen habe und wie sie jetzt aussieht.